In wenigen Augenblicken beginnt es hier, das große ritterliche Turnamente zu Bernau. Ja, der Schutzherr aller Solfer, Burkhard von und zum Walde, eines von den fünf Schweinen werdet ihr ja wohl treffen, die ihr seht. Stoß und doch sind es nur zwei Okuli, ein freundliches Applaudium für Markgraf Albrecht. Senkt die Lanzen zum Gruß, Herr Wolf von Rotenburg, ein Ruf für Herrn Wolf von Rotenburg. Ihr sollt ihn erst in Gestech schlagen. Kein Benehmen dieser Menschen. Und der erste wir schlagen in die Hände. Hey, 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 hey. Schneckenheim hat den Stoß seines Gegners nicht standhalten können und ist vom Pferde gegangen. Aber der Sturz war nicht so tief, dass er sich schwer verletzt hätte. Drum Sieger in diesem Duell, Wolf von Rotenburg. Welche Sieger des Turnamentes, ein frenetischer, bis an den Rand ekstatischer Zusammenbrüche gehender Jubel für Markgraf Albrecht von Brandenburg! Gemeinsam waren sie Wenzel, Ritterspiele, Jubilate, 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 rhythmisches Handgeklapper. Hey, 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 hey. Jubel, Jubel, Jubel. Fanfaren, Signale und Trommelwirbel zuständig, Grillisch! Und schlagt noch einmal in die Hände für die Turnierknappen, die die ganze Arbeit verrichtet haben. Ehrenreiche Gäste, wir sehen uns
zwei Stunden vor Mitternacht, in der 10. Stunde nach dem Mittag hier auf dem Plan und werden für euch das gefährlichste aller Elemente, das Feuer, bezwingen. Bis dahin gehabt euch wohl, euer Herold Radolf zu Duringen. Dankeschön. Ehrenrunde, Parade. Wollen wir mal Nägel mit Köpfen machen, ne? Entschuldigung, bitte. Bitte macht man das jetzt. Ja. Prost, ich weine mich von innen. So. Ja, erstens. Sie ist der Meinung, sie ist keine Hexe. Ich sag, sie ist eine Hexe. Woran erkennst du denn, dass sie eine Hexe ist? Da dran. Ja, es brennt! Oh mein Gott, es brennt! Jetzt bin ich schon wieder nass! Oh mein Gott, ich werde sterben! Ja, mach hin. Nee, vorher will ich meine Anwaltskarte haben. Mensch, lass mich nicht länger warten. Schön, ruhe dann, so lange halt ich ein. Venite, Bruder, moi. Venite, Bruder, moi. Thank you.
Marcel, aber ich kann nicht lachen, wenn du da bist. Jetzt wird herkommen. Soll ich ja? Also gehen zwei Männer in den Wald. Ja, einer hat ihn verstanden. Hey, also gehen zwei Männer in den Wald, gehen so ein bisschen spazieren. Plötzlich muss der eine mal und sagt, du, ich geh mal in den Busch dort rein. Der geht rein, plötzlich ein Blitz, ein Knall und Qualm, der kommt wieder raus. Völlig verstört, hat eine Melone unter dem Arm und um ihn drumherum ganz viele kleine Schweine. Und der kann nur noch rumstammen und sagt zu seinem Freund, Fee, Wunsch. Und der Freund hört nur Fee und Wunsch, rennt in den Busch rein, ein Knall, ein Blitz, Puff, Qualm, kommt wieder raus. Hat ein kleines weißes Pferd unter den Arm, ist auch völlig verstört. Die beiden gehen weiter und nach einer halben Stunde haben sie sich wieder gefangen. Und da sagt der eine zum anderen, weißt du was? Ich glaube, die Fee war schwerhörig. Ich wollte eine Million in kleinen Scheinen. Und da sagt der andere, denkst du, ich wollte einen 20 cm großen Schimmel? Das kann man ja schnell zufriedenstellen. Soll jetzt spielen Shazan in Kombination mit Madeleine. Und das haben wir auch schon viele Jahre gern gesehen.